Das ist voll doof, ne? Das, ist das nicht Weitwinkel? Das ist kein Weitwinkel. Für 1,57 Premium Diesel. Guck mal. Und Uwe ist auch dabei. Meine Lieben, willkommen im nächsten Video. Hier TikTok für den Weg. Ihr seht, Halle ist leer. Was machen wir heute? Geil, ne? Wir nehmen euch einfach mit. Und zwar machen wir Garage zu hier. Wir werden jetzt mit dem Ding hier losschippern. Ja, wir haben uns einfach gedacht, dadurch, dass wir jetzt das Wochenende kein Video drehen, nehmen wir euch einfach mit auf Urlaubstour. Na, guck mal, der Rolling ist auch schon braun. So. Ah, ja. Musst du so machen. So. Das ist voll doof, ne? Ist das nicht Weitwinkel? Weitwinkel passt? Weitwinkel super. Obwohl das stockt. Also das stockt auf der Kamera, aber ich hoffe, das stockt hinter mir. Nein, ist eine schnelle SD drin. Okay. Ja, wir fahren jetzt einfach los. Also wir haben ohne Scheiß, wir haben kein Ziel. Wir haben nur gesagt, dass wir so Richtung Ostsee fahren. Kannst ja mit dem Ding überall stehen. Von daher ist es eigentlich relativ entspannt. Und wir nehmen euch einfach mit. Mal einmal eben drin zeigen, so ein bisschen, was da so was wir mitgenommen haben. Ja, guck mal, warte. Hier ist schon Ronny seinen Badhosen. Mit ein bisschen, guck mal, Alcantara. Grüne Teppich, nicht rote. Ja, das ist der Partybus, würde ich sagen. Wir haben, das müssen wir noch safe machen hier. Wir haben ein paar Brocken mit, hauptsächlich Bier. Ne, das ist am wichtigsten. Und hier kannst du kochen, Kühlschrank, noch Kühlbox. Da hinten Liegewiese, hier oben Liegewiese. Hier kannst du Liegewiese machen. Sieht ein bisschen unordentlich aus hier, ne? Ja, ich habe mein Bett nicht gemacht. Okay. Sorry. Guck, meins ist gemacht. Meins ist gemacht. Nee, wir schippern jetzt los und nehmen euch einfach auf die Reise mit. Wir haben gesagt, wir machen das so, wir haben da Bock drauf. Und vielleicht gefällt euch das ja besser, als euch nicht mitzunehmen, würde ich sagen. Wimmerschmiede macht Urlaub, obwohl wir gerade aus dem Urlaub kommen. Aber wir haben uns gedacht, wir nutzen die letzte Woche und machen weiter Urlaub. Gut, du fährst. Okay, die erste Tour. Achso, wolltest du hinten noch mal einmal zeigen? Hinten? Nee, da müssen wir alles wieder aufschließen. Okay. Können wir den später zeigen, singen. Zack, zada, zada, zack. ADAC. ADAC Plus Mitglied bin ich. Oh, ich muss meine Mutti anrufen. So. Hallo, hier bin's. Guck mal, das ist auch nicht. Ja, vorne schon. Zahlen gehen? Ich hab. Hallo. Guck mal, was der gemacht hat. Ein Umweg von 10 Kilometer aufs Land, damit wir billiger tanken. Und was macht der Haiwan für 1,57 Premium Diesel? Morgen. Ich hätte gerne Rührei, Speck und Kaffee. Rührei und Speck? Ja. Im Kaffee? Nee, getrennt voneinander. Ah, okay. Danke. Darf ich bitten? Der Präsident kommt. Ich weiß nicht, wie das Mikro ist. Du musst vielleicht ein bisschen lauter brechen. Ich kann nicht. Meine Stimme ist angekratzt vom Saufen. Ja, wir sind gestern Nacht, wann sind wir angekommen? 5 Uhr. Ja, ne, 4, 5 Uhr, ne? 4 Uhr, irgendwas nach 4, halb 5 Uhr. Wir haben uns auf irgendeinen Parkplatz gestellt. Aber wir sind am Bodensee auf jeden Fall. Also, eigentlich waren wir auf dem Weg hoch zur Ostsee. Und der Ronny hat dann so nach 2 Stunden so 100 Kilometer Richtung Norden gedacht, so, wie ist denn das Wetter da eigentlich? Ja, dann haben wir geguckt nach dem Wetter und gesagt, das wird nicht so gut. Ja, und wie ist das da unten in Bayern, so in München die Ecke da und so? Ja, gut, ja, okay. Ja, dann guck mal, da ist so ein See. Ja, mal haben wir gemacht, jetzt sind wir am Bodensee.
Wir sind richtig lange gefahren, ne? Ja, 700 Kilometer. Wir sind um 20 Uhr losgefahren. Ja. Tanken zwischendurch? Auf jeden Fall. Für günstig. Mal, wie wir geparkt haben. Wir haben so nah geparkt, dass wir quasi hier schon den Bodensee haben. Kann man es genau nehmen. Allerdings halt mit, ich weiß nicht, ich glaube, einem Kilometer Schilf. Wollen wir mal vorne am Steg gucken? Am Steg? Ja, wir können mal. Hier, guck mal, die fahren hier E-Autos. Warum tut man das? Warum fährt man E-Autos? Weißt du das? Machen wir das BMW-Schmiede-Boot. Mit Aufkleber und. Wo willst du denn hin? Ja, am Steg. Am Steg? Ja, dann fahren wir erstmal. Ich würde sagen, dann fahren wir erstmal auf Frühstücken, ne? Also, ja. Ein Kaffee. Auf jeden Fall. Kaffee. Du meinst das frech, dass wir so geparkt haben, ne? Wir haben doch keinen behindert. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Die machen alle Sport hier, die fahren alle Fahrrad, gehen alle spazieren und wir Körperkläuse hier. Wir gehen in den Biergarten. Um halb elf. Haben wir schon halb elf? Als ich aufgestanden bin, hatten wir halb zehn. Ja, da siehst du mal. Guck mal, so kommst du auch wenigstens ins Wasser. Wie? Ja, so. Der meint diesen Kran da. Aber schön ist hier, oder? Also das Wetter finde ich zumindest ja. Gut. Also gut für den Sonnenbrand, den wir eh schon haben. Das Wasser immer so hoch steht? Ja, guck mal, wie tief die Leiter da drin steckt. Die nur so. Das heißt, die haben ja auch ein bisschen Wasserprobleme. Das sieht immer ein bisschen voller aus, oder? Ja. Also hier haben ja so Tierwasser. Ja, dass hier auf den Parkplätzen von den Booten Wasser steht. Kann man sich hier eins aussuchen? Guck mal, da kommen wir schon gar nicht weiter. Wir haben eine Anhängerkupplung am Wohnmobil, ne? Such mal eins raus, was auch zum Hänger steht. Was ist ein Gummistiefel mit? Ja. Hier, ein Schlauchboot. Das dürfen wir sogar fahren. Das 15 PS hat, glaube ich, nur irgendwie so. Bietet sich denn hier so ein Platz für den Schlauchboot? Aber die haben wirklich ein bisschen Wasserprobleme, glaube ich. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonst hier, guck mal, dass das sonst unter Wasser ist. Also, das war. Der Bodensee. Der Bodensee. Guck mal. Sag mal hallo. Hallo, Ibims. Wir haben jetzt erstmal haben wir gefrühstückt gerade hier auf dem Parkplatz. Bei Edeka. Und jetzt haben wir noch ein paar Getränke geholt. Für später. Weil hier ist ein bisschen empty. Sieht gut aus. Aber kalt ist aber nicht mehr gefroren. Weil der Kühlschrank war ein bisschen too much. Hochgedreht. Okay, hier. So hält's. Du kannst mal unsere Aussicht finden. Wir haben keine Aussicht. Aber guck mal. Ich sortiere das, ne? Du könntest mal. Willst du mal noch ein, zwei Bierflaschen von denen holen? Nein, das wäre Schlüssel hier. Dann geben wir mal ein Bier holen. Ja, die habe ich da reingestellt, dass sie nicht da rumfliegen. Bier. Hier ist schön kühl drin, Chris. Ist kühl drin. Dann gib mal noch zwei. Noch zwei. Wenn man mit Kamera läuft, muss man halt mehrmals laufen. Mehrere Mal so. Oh, gib mal einen. Nein, ist gut jetzt. Du trinkst mir nachher sonst zu viel. Ich hätte zwei im Austausch noch. Wieso? Die sind doch. Ach, das ist ein Das sind leere im Kühlschrank. Ja, da muss. Jetzt haben wir das so voll gemacht, dann kann ich das immer. So.
So. Hast du das aufgeschlossen? Nein. Schieß mal auf. Schieß mal auf. Schieß mal auf. Simsalabim. Guck mal, ich kann so wie Uri Geller machen. So. Gib mal den Müll. Den Müll? Wir haben da Pappcontainer, wo? Nee, ist nicht. Ey, weißt, sind das Altkleidercontainer? Weißt du, was viel geiler ist? Das wir haben hier Feuchttücher. Ja. Sind das Altkleidercontainer? Brauchst du was 20er? Feuchttücher. Damit kannst du dir, wenn du im Wald scheißen gehst, richtig gut den Arsch abwischen. Weil die sind halt nicht so gut ökologisch. Muss dann aber abbauen. Zusammenfalten und wieder mitnehmen. Genau, weil die sind ökologisch nicht so gut abbaubar. So, okay. Warte, du musst dein Handy, deine Zigaretten brauchen wir. Wir rauchen heute von dir. Mhm. Und dann machen wir die, mach mal die Box aus. Alter, ich habe noch nicht mal meine Haare gemacht. Das sieht auch aus wie so. Wo willst du denn jetzt hin? Du willst doch da hinfahren, oder nicht? Ja, ja, ich kann aber hier hinsteigen. Ja, mach mal. So, bis gleich. Ja, meine Lieben, so. Ja, wir sind gerade auf eine relativ witzige Idee gekommen. Und zwar wollen wir auf dem Wohnmobil, was wir uns ja zugelegt haben, wollen wir natürlich jetzt ein bisschen Werbung für die Bimmerschmiede haben. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, suchen wir uns hier mal am Bodensee eine Firma, die das Ganze macht. Und wir haben auch ziemlich schnell eine gefunden. Die waren auch sehr nett und haben gesagt, ja, wir können das alles spontan machen. Also sehr cool. Ja, die Firma ist Werbezentrum Bodensee. Könnt ihr mal einmal abchecken vielleicht, wenn ihr Bock habt, sowas auch zu machen. Auf jeden Fall mega. Also die haben direkt die Grafik gemacht und das direkt umgewandelt in eine Vektordatei. Und ziemlich coole Sache. Wir gehen jetzt mal rein und gucken mal so ein bisschen, ja, wie das Ganze funktioniert und was sie machen. Los, auf geht's. Ich habe ja jetzt gerade erzählt, dass wir halt so auf die Idee kommen, so im Urlaub natürlich sowas zu machen. Und wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, könnten wir ja mal kurz so ein bisschen, oder ihr könntet ja mal erklären, was das Ding so gerade so grob macht. Also klar, das schneidet das aus, ne? Und bis was für eine Größe könnt ihr rein theoretisch machen? Also so groß, wie das Gerät jetzt ist? Weil ihr habt ja da auch noch was Großes stehen. Bis 1,60 Meter haben wir die Möglichkeit, alles technisch umzusetzen. Okay. Von Folienbreite bis hin auf große Werbeplan. Ja. Die dann, wenn es Millimeter genau sein soll. Habe ich jetzt auch rein theoretisch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt einen Buchstaben haben möchte, der 1,60 Meter ist, dass du dir dann halt die Buchstaben zusammen aufklebst. Also du schneidest die einzeln aus natürlich, ne, und dann kommst du natürlich halt auf eine maximal wäre 1,60 ein Buchstabe. Also die Länge ist unbegrenzt. Das bedeutet in der Breite, ja, nur da kannst du ihn auch zusammenstücken. Dann teilst du den Buchstaben in der Mitte. Also, ja. Bei hohen. So wie das quasi beim Folieren. Also wir haben Autos auch foliert oder wir haben das auch machen lassen, aber da wird das ja auch übereinander gelegt dann. Ne? Also je nachdem, weil du die Kanten ja nicht so ziehen kannst irgendwann, da wird es ja genauso gemacht. Also seid ihr im Prinzip unbegrenzt so gesehen, ne? Genau. Man stückelt halt dann die Einzelteile an und das kriegt man ziemlich nahtlos hin. Echt? Also wird das jetzt in einem Stück rausgeschnitten? Also wird das jetzt quasi so, wie wir diese Vektorgrafik gemacht haben, wird das jetzt da komplett rausgeschnitten? Bei der Technik ist es so, dass es ein Tangentialplotter ist. Das bedeutet, das Messer dreht sich immer in die Bewegung hin, wo es läuft. Und es gibt eine Seitentechnik, die nennt sich Schleppmesser. Da läuft das Messer einfach immer hinterher und wird so quasi über die Folie drüber gefahren. Und welches Messer? Die schafft halt manchmal genauere Stellen, vor allem dort, wo er sich umdreht. Ja. Schleppmesser braucht immer so eine kleine Weile, bis um die Kurve ist. Und das Tangentialmesser fährt hin, dreht hoch. Eine saubere Spitze. Das ist echt cool. Bei großen Sachen merkt man das nicht, bei kleinen Sachen. Ist es nicht so, wie schnell geht das? Wie lange dauert das? Ich würde sagen, ist auf der anderen Seite, dann kannst du den Kopf und das Messer nehmen. Der misst das jetzt ab oder was macht der da? Genau, der fährt, guckt, dass er die Länge vom Material vorwärtig hat hinten. Und das ist das Messer. Aber da ist er jetzt. In dem, was wir da haben wollen, schon eine Menge Verschnitt, ne? Ja. Die andere Hälfte werde ich nachher abschneiden und werde sie als Reststück bleiben. Also das, was hier übrig bleibt, oder auch das, was du innen... Nee, das innen drin wird nachher ausgehoben und kommt quasi weg. Und das Logo ist ja bei euch jetzt nur die Hälfte der Folie breit. Und die andere Hälfte schneide ich quasi zu und lege sie bei uns ins... Wie schnell das geht, oder?
Ja, deswegen er sagt ja gerade, ich könnte warten, das geht relativ gut. Ja, die Technik ist da schon wahnsinnig. Wir haben uns mal aus Spaß 3D-Drucker geholt. Auch jetzt nicht so ein Billig-Ding, sondern wirklich was Teures. Und was du da machen kannst, das ist schon für deine Fantasie keine Grenze. Hast du die Kompetenz zu wissen, wie die Software funktioniert? Genau, ja, genau. Das, wenn du da fit bist, dann richtig. Aber das ist ja wieder das Geile an YouTube. Aber bei YouTube ist es wirklich so, du kannst dir diese Videos alle angucken. Stimmt, also, du findest fast alles. Du findest fast alles, ja, mittlerweile. Wir schneiden das jetzt aus. Dann entgittert man das Ganze. Ja. Sieht dann nachher, dass die Restfolie ringsrum quasi weggenommen wird und nur die Buchstaben stehen bleiben. Und dann wird man die Buchstaben positionsgenau aufkleben. Muss, genau. Weil, das geht nicht wirklich. Da kommt eine Application-Folie eben drauf, die hält den Buchstaben fest, hält vom Kleber schwächer wie der Buchstabe selber. Ja. Und somit überträgt man es dann aufs Fahrzeugblech oder auf ein Schild. Ja. Und dann legt man die Application-Folie wieder runter und dann bleibt der Buchstabe drin. So ist das Prozedere. Ich finde das immer so cool, ne? Sag ich euch ganz ehrlich, du. Es gibt so viele Sachen, wo du dir oder die du für selbstverständlich so ja. siehst, ne? Aber die Herstellung für sowas ist ja auch schon krass, sage ich mal. Ne? Und ich habe das damals, wie gesagt, als ich im Wagenbau angefangen habe, mit dem Wiegewagen, da war es genauso. Eine Waage hast du nirgendwo wahrgenommen. Ne? Ja. Aber wenn du mal siehst, wie das hier komplex das hier alles ist, ist das schon cool. Das ist ein digitaler Drucker, wo wir direkt auf die Folie gehen, rechts, in der Breite bis 1,60 Meter. Ja, das hat er da gemacht, da macht er dann Digitaldruck quasi, ne? Genau. Wo das, und der linke hinter dir, der kann gleichzeitig drucken und schneiden. Ah, okay. Das ist ein Vorteil, wenn man das kombiniert und Aufkleber beispielsweise druckt, die eine unterschiedliche Kontur anbringt. Ja. Dann kann der quasi erst drucken, der fährt da zurück und positionsgerecht schneidet er ja, aus. Weil der hält das dann quasi feste und weiß dann wirklich, ja. Millimeter genau, wo er ist. Ja, ne? Genau. Das ist cool. Wir heizen einmal kurz vor, um die Imprägnierung ja. aufzulösen. Das machen wir für ein paar Sekunden. Achso, also jetzt wird das T-Shirt quasi vorgeheizt. Bevor das wird nicht vorgeheizt, aber die sind ja meistens, wenn die neu sind, imprägniert. Ja, und das wird die Imprägnierung ein bisschen lösen. Deswegen machen wir ganz kurz. Das heißt, dass das ein bisschen aufgelöst wird. So. Das ist schön warm. Jetzt legen wir das drauf, messen ab. Achte ich zum Beispiel drauf, dass ich hier rechts und links gleiche Abstände habe. Dann weiß ich auch, was ist gerade, ne? So, dann haben wir hier die Mitte und die Mitte hier ist 25, 12, 5, also genau hier M unterm M. So, das ist die Mitte und jetzt messen wir noch 12 von oben, ein bisschen runter. So, und die Mitte. Genau, so muss die Mitte sein. So, jetzt ist es drauf. So, 175 Grad kann man mit Baumwolle gut machen. Und wenn ich bei irgendwelchen Materialien nicht sicher bin, ob die Temperatur stimmt, dann prüfe ich das immer hier unten innen. Okay. Weil man dann sieht, ob man das fest ist. So. Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr gesehen, wie auch so T-Shirts hergestellt werden. Haben wir jetzt noch zusätzlich auch dazu genommen. Und ich finde das Ergebnis vom T-Shirt selbst und auch vom Wohnmobil ist mega geworden. Wir zeigen euch jetzt nochmal die Aufnahme.
Ja, jetzt habt ihr gesehen, den kleinen vorn hinten vom Wohnmobil, also vom unserem neuen Aufkleber. Hier haben wir jetzt nochmal zwei T-Shirts on top. Das ist Spiegelverkehr, muss ich so. Nein. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass das so super geklappt hat für den Kurzbesuch. Super gerne. Ja, wir verlinken euch das mal einmal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal fragen, wenn ihr T-Shirts wollt, Aufkleber fürs Auto oder was auch immer. Da sind die auf jeden Fall sehr kompetent und sehr hilfsbereit. Das hat alles super geklappt. Ja, dann wie gesagt, Dankeschön und vielleicht hören wir nochmal voneinander. Na klar, ja? Viel Spaß. Danke. Ciao, ciao. Ciao, Rosa. Ciao. Okay. Und wir machen weiter jetzt, ne? Wir gehen weiter Urlaub machen. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Oh, ich hoffe, man kann mich noch sehen. Ah, man sieht mich noch. Ja, was machen wir? Wir machen gerade, also wir haben gegrillt. Jetzt chillen wir hier gerade an so einem Ort. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Aber wir haben auch schon ein bisschen viel Hustensaft getrunken. Also wir haben hier, ne? Schön Jackie Cola. Und, ja, jetzt werden wir nochmal zum Strand gehen, da vorne. Ist jetzt ein Döschen, zwei Döschen, drei Döschen. Und wir haben hier noch einen coolen Dude gefunden, ne? Der chillt auch richtig geil. Der wird jetzt nochmal ein bisschen Gitarre für uns spielen. Ich bin schon echt, aber der Ronny ist auch schon, der Ronny ist auch dabei. Und Uwe ist auch dabei. So, jetzt gehen wir zum Strand. Das ist aber alles viel zu dunkel. Ja, mit Piano ist auch immer mega geil. Ja. Mag ich total. Also schon damals was. Ja, du, aber da damals kannst du es nicht. Du musst erstmal lernen. Und über diese Lernphase musst du halt durch, ne? Ja. Oder du darfst doch keine Zeit. Ja, aber du musst denen ja sagen, ich habe keine Zeit, weil ich muss in eine Musikschule. Naja, du findest auch irgendwie Gründe anders, ne? Also du findest ja irgendwie. Ich habe auch mal den einzigen Song, den ich glaube ich jemals akustisch aufgenommen habe. Oh Gott, ist das lang her. Gesoffen. Gott, die ganzen Viecher. Das ist übel, ne? Ich glaube, ohne die Lampe sind das wesentlich weniger. Ja, aber dann kann ich die nicht willen. Ein Teufelskreis. Hm. Was kennt ihr denn für ein Lied? Wie heißt das denn? Mababi. Was hast du? Kennt ihr? So, no woman. No. Aber jetzt muss ich singen. Ich hab leise gepupst. Ich kenn das nicht. No woman, no qual. Wir müssen dringend was tun hier. Was denn? Wir müssen zusammen trinken, du musst dein Handy weglegen, du musst die Kamera weglegen und wir müssen wieder zusammen saufen. Mahlzeit, Leute. Da sind wir in Horn, ne? Am Bodensee. Und ist warm. Oder? Was ist? Wir gehen jetzt mal da vorne zum Strandbad und werden mal ein bisschen Strandbaden. Unseren Kadaver in die Sonne legen. Weil wir sowieso schon so wenig Sonnenbrand haben. Aber du bist weiß auf dem Bild. Ja. So weiß wie der Campingwagen. Alles gut. Ja, gut. Was haben wir denn heute noch vor? Saufi, Saufi?
Ja, wir haben das gestern gar nicht gezeigt, ne, wie viele Dinger wir da weggeknallt haben. Diese, kennt ihr diese Whisky-Cola-Dosen? Haben wir uns geholt und ist drauf bis 5 Uhr, ne? 5. Aber mir geht's gut. Ja, jetzt machen wir Rucksack Deutsche. Oder die Touristen. Morgen schön Rührei mit Speck. Hatten wir heute Morgen auch. Ja gut, dann laufen wir los, wie Indianer. Okay. Toll. Schön so, ne? In dem ganzen Urlaub, was bin ich jetzt gefahren? 2000 Kilometer? Wir, du bist nicht alleine. Ja, aber du bist ja nicht komplett alles mitgefahren. Und die letzten 30 Kilometer Stau. Wir haben nicht einen Stau gehabt. Ist ja, denn ich habe nichts mitbekommen, wo ich geschlafen habe. Naja, auf jeden Fall haben wir Sonnenbrand. Ein bisschen. Ja. Ja gut, wie ihr ja jetzt schon mittlerweile seht, wir sind ja auf dem Rückweg. Wir haben jetzt noch 30 Kilometer von, was sind wir denn gefahren? 600 ungefähr. Die letzten 30 Kilometer Stau, da sagt er jetzt anderthalb Stunden noch für diese letzten 30 Kilometer. Liegt wahrscheinlich daran, da wir ja aus der betroffenen Region kommen, wo ein bisschen viel Wasser war. Auch da tut euch selber einen Gefallen und guckt nicht nur zu, sondern unterstützt die Leute. Wenn ihr das zeitlich und körperlich nicht könnt, dann tut jedem einen Euro nicht weh oder auch fünf. Und ja, wir werden... Klamotten spenden kann man auch, wenn man ja, selber nicht, klar. Bevor man sie wegschmeißt. Genau. Ich finde das immer wichtig, nicht zuzusehen und zu sagen, ja, uns betrifft das ja nicht. Wir haben es zum Beispiel auch gemacht. Also gut, wir waren jetzt im Urlaub. Ist natürlich dann auch mal so ein bisschen blöd, dass du denkst, ja, du bist im Urlaub. Das ist so 100 Euro. So ja, schön. Und wir haben aber auch gespendet. Also wir haben es jetzt so gemacht. Wir haben einfach zufällig uns einen rausgesucht, wo wir natürlich jetzt aus der Autoszene kommen. Der wollte seinen BMW verkaufen, weil er halt das Geld von diesem Erlös von dem Auto seinem Vater geben wollte, weil die halt auch alles verloren haben. Und da haben wir uns den halt jetzt rausgesucht und haben da geholfen. Klar, du kannst nicht allen helfen, aber wenn jeder irgendjemandem hilft, dann glaube ich, ist das alles nur noch halb so schlimm. Das heißt halb so schlimm, aber nicht mehr so schlimm, sagen wir es mal so. Deswegen nicht nur zugucken, sondern auch was machen in dem Sinne. Ja, wir hätten manchmal gerne ein bisschen mehr gefilmt, ne? Ja. Aber irgendwie, ihr kennt es vielleicht auch selber, du liegst einfach nur voll am Strand oder so und kriegst es eh nicht auf die Kette. Ja, und kommt aber immer drauf an, was du machst. Willst du jeden Tag Strand filmen? Genau, das ist ja auch so ein bisschen. Du schneidest ja schon was Schönes raus, ne? Ich hoffe. Und wenn nicht, dann habt ihr vielleicht trotzdem ein Video gesehen, wo er dann mal einen Daumen nach unten geben könnte. Wäre ja fies. Ja, das war. Wer es nicht gucken will, ich bin immer der Meinung, wenn einer ein Video nicht mag, dann soll er abschalten. Ja. Wenn einer Scheiße labert oder Müll labert, dann bin ich auch beim Daumen nach unten. Aber in der Regel gebe ich nie einen Daumen nach unten, aus dem Grund, weil wenn ich es nicht mag, dann gucke ich es nicht. Ja. Ich habe einem Video mal einen Daumen nach unten gegeben. Ich sage jetzt auch nicht, wer das war. Er hat in seinem Thumbnail geteasert, dass seine Halle abgebrannt ist und hat im Video gesagt, ich wollte mal gucken, wie die Reaktion da drauf ist. Um Clickbait. Um Clickbait zu bekommen. Und den habe ich einen Daumen nach unten gegeben und habe ihn sogar deabonniert, weil das fand ich sowas von asozial, wo ich einfach gesagt habe, na, das geht gar nicht. Nein. So, wir sind wieder 3 Meter weiter gekommen. Lastkraftwagenfahrer. Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft, wenn jetzt nicht auf den letzten 2 Kilometern noch ein Stau kommt. Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Das war unser Urlaub. Ich hoffe, das, was ihr so ein bisschen sehen konntet, hat euch auch Spaß gemacht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen platt. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Außer habt ihr jetzt schön Urlaub und was.
Spaß auch immer wir arbeiten müssen oder nicht.